Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks, unser kleiner Kanal für Klemmbausteinkunst. Heute wieder Dépendance Schweiz Dachstudio. Ja, macht sich bemerkbar, es wird langsam stickig, ich beginne zu schwitzen, aber ich genieße trotzdem den schönen Sommertag, endlich scheint sie mal, die Sonne. Heute haben wir eine GBZ, also eine Great Ball Contraption, eine Murmelbahn mit Motor und Getriebe, die möglichst kreativ den Weg ins Ziel findet. Ja, Murmelbahn aus Klemmbaustein. Da habe ich noch was anderes gesehen, und zwar die Firma Hubelino, ein Produkt aus Deutschland, ist wohl bekannt dafür, ist auch absolut kompatibel hier mit diesen Klemmbausteinen, die ich hier vorstelle. Und dann natürlich, ja, ein bisschen ein anderes Segment, aber die Gravitex, das ist natürlich auch der Renner bei den jungen Menschen heutzutage. Da sind natürlich vorgefertigte Formen, die zusammengeklickt werden, und aus Holz gibt es sowas natürlich auch. Ja. Heute geht es um ein Klemmbausteinmodell von der Firma Mold King. Wir haben die Setnummer 26015. Sie schreiben hier ab 14 drauf. Mold King gibt sich schon ein bisschen Mühe, das ein bisschen konkreter einzugrenzen, die Altersangabe hier. Und ich sage 12 Jahre, 14 Jahre. Es ist ein bisschen Technikgefriemel. Man muss da Lust drauf haben. Und 1009 Teile plus sind enthalten. Und hier oben sehen wir auch ein Brixpert Logo. Das heißt, Designer hier und Mold King arbeiten zusammen. Es ist der Herr Bertil. Es ist immer schlecht zu lesen. Aber wenn ihr auf die Homepage von Brick and Bricks geht, der Sponsor des heutigen Sets übrigens, dann könnt ihr mal nach unten scrollen bei diesen ganzen Produkten, die er dort auf Lager hat. Und dann seht ihr mehr Informationen, Teileanzahl, motorisiert, solche Sachen mit Licht oder nicht, was euch irgendwie auch interessieren könnte. Und unter anderem natürlich auch dann der Name des Designers Bertil. 59 Franken kostet übrigens dieses Set bei Brick and Bricks. Ein Tip-Top-Preis. Ja, schauen wir uns die Box noch ein bisschen an. Dann haben wir hier noch was. Und dann haben wir natürlich hier noch der M-Motor und die Leiter-Batteriebox. Und wir haben hier hinten noch ein paar Bilder drauf. Und hier unten links natürlich auch die Maße. Das wird nachher nachgemessen. Eine schöne kompakte Box, vollgepackt. Genauso kompakt wie die Bahn. Ja, das war's zur Begrüßung. Und ich sag mal, wie immer, eine kleine Slideshow mit ein paar Bildern. Es ist nicht viel, es sind nur drei Bauabschnitte. Dann komme ich zurück zur Anleitung und dann schauen wir mal, ob dieses bezaubernde Bähnchen, weil ich finde, Design ist es wirklich schön. Es sieht cool aus hier mit diesem Zahnradkranz. Ja, ob es denn auch funktioniert. Bis gleich. Die Anleitung zu dieser, jetzt hätte ich fast gesagt Achterbahn, nee, es ist eine Great Ball Contraption, also eine mechanisch motorisierte Murmelbahn von Mold King. Ja, die Anleitung ist Mold King typisch, DIN A4 Format, hier nicht allzu dick für diese knapp über 1000 Teile. Und dann geht's los. Wir sollen die elektronischen Komponenten testen. Hier ist leider wieder so eine Batteriebox dabei. Könnte man es wirklich mal auf Akku umschwenken. Drei Bauabschnitte erwarten uns hier und dann geht's los. Achsvergleich. M-Motor wird verbunden mit der Batteriebox.
Bauabschnitt 1. Wir haben hier natürlich nur drei Farben. Wir haben dieses, ja, Light Blue Gray, wir haben Lime und wir haben Schwarz. Tipptopp. Am Anfang kommt hier die Technikinstallation, das heißt, wir bauen die Base und wir haben hier eigentlich keine Probleme. Ihr müsst einfach wirklich immer darauf achten, was hier angezeigt wird und nicht allzu schnell arbeiten, wie mir das dann auch passiert, dass ich dann nachher ja, die Achsstellung nicht richtig beachte, hier solche Sachen, das ist einfach wichtig. Der Ball wird nachher zweimal in der Luft übergeben quasi und da ist es wichtig, dass die Verbindungen stimmen. Sonst keinerlei Probleme, wirklich. Genau gucken, dann wisst ihr auch, wo alles hingehört. Es ist doch einiges an Technik hier mit verbaut. Kommen wir hier nochmal zu so einem Bild, das uns Moldkin dann auch wunderbar zeigt. Hier müsst ihr wirklich penibel darauf achten, dass ihr das genauso macht, wie es hier auf dem Bild ist, dass die Achsen hier genau ausgerichtet sind, auch hier dieser schräge Winkel. Ja, sonst klappt euch das alles nicht, ne? Hier. Das ist entscheidend. Wenn ihr da gut arbeitet, habt ihr nachher keine Probleme, wie ich und müsst danach arbeiten. Yo! Kommen wir bis zum Schluss. Eine Teilliste haben wir leider beim Mold King nicht. Wir haben ja noch jeweils dann die Bälle dabei. 3, 3, 3, 3 blaue, 3 rote, 3 gelbe. Ne? Und hier ist die Akku-Box, beziehungsweise eben nicht Batterie-Box. Ja, wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen wir hier auf 233 Bauschritte. Und dann ist die Bahn hier gebaut. Was wir hier noch dabei haben, ist eine ja, Correction Page. Das fand ich gut, die ist auch gleich auf der ersten Seite, ist aber nicht allzu dramatisch. Und zwar betrifft es hier einfach diese Kunststoffachse, die doch bitte in eine Carbonachse ausgetauscht werden soll. Dann haben wir hier noch ein paar übrige Teile. Ja, nicht allzu viel. Hier noch so ein kleiner Flexischlauch und hier von diesen kleinen Flexischläuchen. Yo, Pin, das war's. Dann kommen wir doch mal zu dieser Bahn und ja, ihr könnt gespannt sein, ob das Ding einwandfrei funktioniert, weil wir befinden uns hier im Mold King Universum. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns der Bert Hill hier auf den Bautisch gebracht hat, beziehungsweise ja, gebracht habe ich selber, aber das Design und die Entwicklung hier ist komplett von Bert Hill. Eine wirklich anspruchsvolle, ja, sag ich mal, Kugelbahn, die auf kleinem Raum wirklich kreativ die Murmel befördert und zweimal wird hier sogar in der Luft die Murmel übergeben. Ob das nur alles so funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an, aber kurz noch eine kleine Diashow hier von diesen Bahnen von Mold King. Eine ist sogar von einem anderen Hersteller, die bei Brick & Bricks schon erhältlich sind. Zwei davon hatte ich auch auf diesem Kanal hier schon vorgestellt und ihr seht, ja, das ist wahnsinnig von groß bis klein. Es gibt hier schon einiges im Angebot. Heute kommen wir aber hier zu der Planetary Elevator Bahn. Also, es ist halt hier ein quasi Kreislauf, der vielleicht die Planetenlaufbahn dann ja, darstellen soll und die Kugel wird hier hoch befördert. Gut, gehen wir noch kurz hier zum Design. Drehen wir sie mal schnell um. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass ja, das schön schlicht gehalten ist. Klasse schwarze Farbe einfach. Blaue Pins natürlich nerven ohne Ende, keine Frage. Die Zahnräder kann man vielleicht noch verschmerzen, aber das ist nun wirklich nicht nötig. Und dann haben wir hier ein bisschen Light Blue und natürlich dieses Lime, dass das Ganze hier ein bisschen auflockert. Finde ich eine coole Sache. Ja, Baulösungen. Wir haben hier einige Technikverbindungen, die mit diversen Achsen funktionieren. Wir haben hier sogar ein Differential drin verbaut. Es ist wirklich anspruchsvoll und da hat er sich echt was überlegt. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu viel und ihr müsst auf jeden Fall sehr genau arbeiten. Wir sehen es uns gleich an, wenn ich die Bahn endlich mal anschalte. Steinequalität einwandfrei, GoBricks wunderbar, keine Probleme. Tippitoppi, schöne Fliesen, schönes Schwarz, alles wunderbar. Und Klemmkraft super, keine Probleme. Farben hatte ich angesprochen, das Aussehen vom Modell, ja, es ist halt sehr kompakt diesmal, deswegen messen wir es auch gleich, dass ihr da eine Vorstellung davon habt. Wenn ich jetzt die Auffangbox noch da hinten hinstelle, dann haben wir hier eine Länge von, ja, das könnt ihr variieren, sagen wir mal so 47, 48 cm. Dann haben wir eine Höhe. Ja, von 23,5 und eine Tiefe, da ist eigentlich die Box hier am tiefsten, das wären dann 10 cm. Das ist wirklich nicht groß, wenn ich das mit dieser Harfenbahn zum Beispiel vergleiche. Ja, jetzt endlich kommen wir dazu. Ich habe natürlich hier diese Batteriebox nicht verwendet, ist ein bisschen blöd, finde ich. Habe hier eine Akkubox genommen, die ich hier mit dieser Fernbedienung steuern werde. Der M-Motor ist hier hinten drin verbaut.
Tun wir hier mal den Kanal A einschalten, klicken die Box an und dann machen wir hier mal die Fernbedienung an und dann sehen wir hier, wie das Ding läuft. Ihr seht, das schnurrt wie ein Kätzchen, ist eine ganz runde Sache, ist tippitoppi. Bis jetzt, wo die Achse ausgehängt ist. 6,5 Stunden später. So, jetzt ist die Achse wieder eingehängt. Ja, das passiert, dass die euch da hinten einfach durchrutscht. Das ist übrigens die Carbonachse. Jetzt habt ihr gesehen, wie es läuft. Jetzt wollen wir das Ganze mal mit Kugeln sehen und das gestaltet sich schwierig. Ich habe wirklich schon einige Anläufe gehabt. Ich habe das Video schon oft gestartet, aber ich möchte euch hier jetzt echt nichts vormachen und zeige euch wirklich, wie es geht oder auch nicht geht. Ich würde mal sagen, als Lotteriemaschine ist es eine Top-Sache. Der Ball, der es wirklich schafft, hier hinten rein, der hat gewonnen. Ich starte mit einem Ball. Ihr habt es gesehen, die Aufnahme hat schon mal sehr gut geklappt, aber er hat hier oben nicht schön abgeladen. Und es ist nicht so, dass er es nicht machen würde. Ich justiere es auch nichts mehr, ich verstelle hier nichts mehr, weil es hat vorher einwandfrei funktioniert. Ich möchte schon sagen, es ist nicht die Möglichkeit. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Also ihr habt es gesehen, es ist einfach krass. Es funktioniert nicht so, wie es soll, aber wenn es funktioniert, ist es irgendwie genial. Ich mache jetzt hier mal auf Slow-Mo, das kann ich hier ja machen. Das geht auch nicht, weil hier die Schwerkraft natürlich auch eine Rolle spielt. Aufnehmen tut es unten ja. So, und jetzt klappt es einfach nicht ganz rüber. Und jetzt ist die Achse wieder ausgehängt. Eine Ewigkeit später. Siehst du, jetzt hat es schön gemacht. Tja, jetzt habt ihr es gesehen, das war auch eine wilde Schneiderei zum Teil, ja, weil ich hatte es wirklich lange ausprobiert und es hat mal funktioniert, mal hat es nicht funktioniert und diesmal hat es jetzt ja gar nicht funktioniert. Also einmal hat es den Ball befördert, wir machen nochmal einen Test, aber jetzt zeige ich euch, was passiert ist. Oben hat es die Achse verschoben, das heißt, ich müsste die hier wieder rausziehen und ein bisschen verändern, weil wenn ich jetzt hier fahre, dann ist genau das das Problem, dass hier der Liftarm schon oben ist, wenn die Kugel kommt. Zack, dann fällt die euch hier runter. Das heißt, ihr müsst da oben wieder die Achse verschieben, damit es wieder stimmt. Dann kann es euch aber hier auch ein bisschen was verziehen. Ja, ich sag mal so, eine Bahn für Bastler. Ich kann sie nicht unbedingt für Anfänger empfehlen. Ich fand es zum Aufbau wirklich klasse oder während des Aufbaus noch. Es hat auch immer gut funktioniert und ihr seht auch, das kann ich jetzt nochmal machen, dass es ohne Bälle ja einwandfrei läuft. Also wäre es am Ende nur eine Sache der Justierung, aber ist doch schade. Ja, die anderen zwei haben mir besser gefallen und vor allem für einen Loop, also hier ein Closed Loop, das heißt, wir lassen die Bahn endlos laufen, ist wirklich ganz schwierig, weil ihr hier ständig die Bälle verliert. Und wenn ihr hier eine andere Bahn anschließt und es hier einen Kreislauf macht, dann ist es hier schwierig. Dann müsst ihr euch hier wirklich noch was überlegen, dass die hier nicht immer runterfallen. Das mit der Aufnahme hat ja ganz gut geklappt. Ja,
Dann war's das wieder mal von mir und dieser Great Ball Contraption von Moldking. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für Abos, Like und Kommentare. Der Frank hat letztes Mal zu Kommentaren aufgerufen und zack, hat er 50 Kommentare gehabt. Jo, hätte ich auch mal gern. Ach, und ich habe eine neue Verabschiedung. Bleibt mir stabil, bleibt mir gesund. Wiederbauen.